So, hallo, hier geht's jetzt weiter noch einmal zu dem Zeigen. Und zwar sollen wir zeigen bei einer linearen Funktion, die hier vorne einen Parameter hat, c, nämlich f von x gleich c mal x, sollen wir zeigen, dass der Funktionswert von zwei vorher addierten x-Werten, die hier a und b genannt werden, das gleiche ist, als wenn wir die einzelnen Funktionswerte berechnen. Ich habe das ja schon mal gemacht mit konkret mit Zahlen. Jetzt kann man das auch allgemein zeigen, dass man nämlich dann einfach sagt, man nimmt hier diese Funktion und setzt für das x tatsächlich a plus b ein. Dann steht da c mal a plus b ist gleich c mal a plus c mal b. Und jetzt können wir halt hier sehen, entweder wir schießen hier Pfeile ab und sagen c mal a plus c mal b ist ja die ausmultiplizierte Klammer von links. Und das ist tatsächlich das gleiche wie das, was hier rechts steht. Oder aber wie heißt es denn? Wir klammern hier das C aus, denn hier haben wir eine Summe von zwei Termen, wo in jeder Summe jeweils einmal C als Faktor drin vorkommt. Also in jedem Summenteil, in jedem Summanden. Dann wäre hier ja C mal, und hier würde jetzt so das Ganze stehen bleiben. Ich habe jetzt für jedes C, das ich weggenommen habe, habe ich hier eine 1 hingeschrieben. Gut, das hier wäre jedenfalls die absolut korrekte Art und Weise, das zu zeigen. Dann kann man da tatsächlich jetzt jede Form von c einsetzen. Jetzt haben wir noch ein zweites in dem anderen Beispiel mit den konkreten Zahlen. Das war 10 hoch x. Das können wir natürlich genauso machen. Da sollen wir jetzt zeigen, z, f von a plus b soll in diesem Fall sein, f von a mal f von b. Und auch das können wir natürlich genauso machen. Da kommen wir nämlich jetzt nachher gleich zu den Potenzgesetzen. 10 hoch a plus b soll das gleiche sein wie 10 hoch a mal 10 hoch b. Und hier kann man jetzt das Potenzgesetz zum Multiplizieren von Potenzen mit gleichen Basen nehmen. Das ist das vierte Potenzgesetz. Da kann man nämlich hier dann sagen, 10 hoch oder hier 2 hoch 3 mal 2 hoch 7 ist gleich 2 hoch 3 plus 7. Und das kann man dann hier in diesem Fall auch zeigen mit den Buchstaben. In dem Fall ist es dann tatsächlich ja so, dass wir 10 hoch a plus b hierfür schreiben können. Wir können natürlich auch dieses hier wieder rückwärts machen. Ich denke mal, dass das jetzt auch nur der Vollständigkeit halber und für mich wieder zum Reinkommen so ein bisschen ist. Wenn es trotzdem Kommentare dazu gibt, freue ich mich natürlich auch darüber.